Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hautsache mit Herz Podcast, der Podcast für Kosmetikerinnen. Ich bin Birgit Bollwein und auch heute gibt es wieder Emotionales, Lehrreiches und Mutmachendes auf deine Beauty-Ohren, damit du dich endlich traust, dich als Expertin zu zeigen. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, damit klar wird, dass in deinem Beruf mehr steckt als ein bisschen Puder, Lippenstift und Dulli-Dulli. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen wieder zum Hautsache mit Herz Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und mir lauscht. Und ja, heute geht es mal so ein bisschen um das Thema, was mich momentan sehr, sehr viele fragen, weil die bekommen ja mit, dass ich ja jetzt noch etwas mache, was von innen heraus hilft, eine schöne Haut zu ermöglichen. All die Jahre war das so mein Steckenpferd, dass ich immer gesagt habe, Hautanalyse, weil wir ja wirklich wissen müssen, was der Haut fehlt oder zu viel ist, um auch hier drauf zu gucken, welche Produkte wirklich passen, welche Behandlung passend ist. Weil hier werden so viele Fehler gemacht und deswegen auch sind nicht alle Behandlungen auch wirklich zu 100% vom Ergebnis so, wie man sich das oft wünscht. Deswegen ist Hautanalyse für mich immer noch eines der wichtigsten Werkzeuge, die du brauchst, um ja deine Kunden zu binden, um die zu begeistern und ja einfach auch hier, wie soll ich denn sagen, dich als Expertin zu positionieren. Woher ich oder warum ich das zu dir sagen kann, ist, ich habe selber 12 Jahre nur so gearbeitet. Ich habe im Direktvertrieb bin ich gestartet vor 12 Jahren. Und ja, was hat die Firma gemacht? Die hat im Endeffekt nichts anderes gemacht, als uns in Hautanalyse auszubilden. Später habe ich selber dort, war ich die Ausbilderin, bin dort eben zur Seminarleiterin ausgebildet worden in Österreich. Und habe im Endeffekt, ich glaube, 15.000 Kunden mittlerweile unter meinen Fingern gehabt, weil wir machen das ja händisch. Und wir haben keine einzige Behandlung gemacht. Wir haben wirklich nur verkauft und Hautanalyse. Also das ging da drüber und wir haben im Endeffekt eines gemacht. Wir haben noch die Dinge dazu mit eingebaut eben. Was arbeitet die Kundin oder der Kunde? Wie alt ist sie? Was sind momentan so die Probleme, die derjenige hat oder diejenige, das ist im Endeffekt ja auch wichtig, ne? Wie alt ist sie? Ja, und wenn jemand zum Beispiel gerade ein Baby bekommen hat, ne? Wie ist der Hormonstatus? Was, wie schläft sie? Ja, wenn das Baby gerade Zähnchen bekommt, könnt ihr davon ausgehen, dass der Schlaf nicht gerade so optimal ist. Das heißt im Endeffekt, dass die Haut im Moment keine Regenerationszeiten bekommt. Genauso hat die auch wenig Zeit wahrscheinlich, sich um sich selber zu kümmern. Also braucht sie auch was Schnelles. Dann geht sie viel mit dem Kind spazieren, ist viel draußen. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich wirklich gucke, dass ich sie aufkläre hinsichtlich eben dem Wetter. Sprich, wenn es im Sommer heiß ist oder im Winter dann kalt ist. Und da zähle ich schon plus 8 Grad, wo ja die Talgdrüse schon gar nicht mehr richtig mitarbeitet. Und solche Dinge wissen viele Menschen ja gar nicht. Und das ist auch nicht einfach, das ist ein richtiges Handwerk und das muss man beherrschen als Kosmetikerin. Sorry, wenn ich das sagen muss, auch wenn du jetzt sagst, so Hautanalyse mache ich eigentlich bei meinen Kunden überhaupt nicht, dann muss ich sagen, dann fehlen dir 50% von deinem Wissen, weil wie willst du denn eine Behandlung machen, wenn du die Haut nicht kennst? Ja, wie willst du denn eine Produktzusammenstellung machen, wenn du nicht weißt, wer da vor dir liegt, auch als Haut, weil wir sind Sprachrohr der Haut und da kannst du nicht einfach so sagen, probieren Sie doch mal die oder das hat der letzten Kundin gut geholfen oder ah, die finde ich so toll, das ist uninteressant. Ja, es muss wirklich maßgeschneidert sein. Das ist wie wenn du so in einen Laden reingehst und sagst so, ach, das ist für alle Größen. Ja, super. Wenn ich da drin stecke, dann sehe ich aus, als wenn hätte ich einen Sack um mich rum oder sehe aus wie eine gepresste Wurst. Ne? Also das ist nicht immer gesagt, dass einem dann solche Dinge auch passen, auch wenn es für alle Größen ist. Ich meine, es gibt Cremes und das machen halt viele Kosmetikerinnen auch, das weiß ich. Die sagen, die ist safe, da kann nicht viel passieren. Die durchfeuchtet halt einfach gut. Ihre Haut braucht ja auch viel Feuchtigkeit. Ja, jede Haut braucht viel Feuchtigkeit. Wisst ihr, das ist manchmal so, wie soll ich denn sagen, es ist nicht einfach. Also es ist bei manchen, wo ich wirklich da saß und habe gedacht, boah, jetzt muss ich direkt erstmal hier mein Buch rausholen.
und nachschlagen, was wir bei Ihnen jetzt machen können. Weil es ist wirklich kompliziert, weil die Nase ist fettig, da ist es trocken, da ist dies, da ist das. Aber nur im Moment, weil sie sich ja auch falsch gepflegt hat die ganze Zeit. Dazu ist noch das Wetter und das Alter und die Situation, in der die Kundin oder der Kunde steckt. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Handwerk. Und das könnt ihr auch so gut als Tool nehmen, als Verkaufstool oder auch als Kundenbindungstool. Das ist so unfassbar klasse. Das erkennen nur so wenige. Und die meisten, die ja auch in meinem Hautanalyse-Seminar waren, da steigert sich der Umsatz um mindestens 30-50%. Die sagen immer, das war eigentlich der Gamechanger. Ja, kein Wunder, weil hier lernt ihr ja auch das Reden, wie kommuniziere ich. Es nützt mir auch nichts, wenn ich nur ein Gerät zu Hause habe und kann im Endeffekt der Kundin gar nicht wirklich erklären, ja, was jetzt Sache ist, es nützt mir ja auch wirklich nichts, weil das Gerät erkennt ja trotzdem viele Dinge nicht. Nämlich, hat die jetzt gerade ein Baby, schläft die gerade schlecht, ja, oder ist die gerade super glücklich verheiratet oder hat die Stress, weil sie Hochzeit hat? Das erkennt das Gerät nicht. Das musst du alles mit einbinden in die Analyse und in die Zusammenstellung eben von Produkten, aber auch von Behandlungen. Und genau das ist es. Und genau das ist jetzt auch das, was mich jetzt viele fragen. Sie sagen, was machst du denn da jetzt mit dem Schönhautkonzept? Genau das ist jetzt das Allergleiche von innen. Nichts anderes. Das heißt, wir gucken jetzt über den Trockenbluttest, ganz easy peasy mit zwei Blutströpfchen, schicken das ins Labor nach Oslo und dort wird es ausgewertet und dort können wir über die Parameter sehen, ist die Zelle aufnahmefähig, eben wie die Hornschicht, ne, sehen wir ja auch, ist die aufnahmefähig oder nicht, ist sie vertrocknet und unsere Zelle vom Körper geht es nicht anders, die kann auch super vertrocknet sein, so dass nur ein Teil der Nährstoffe überhaupt die Zelle, ja, dass die überhaupt erreichen. Also deswegen kannst du am vollen Teller schon fast verhungern. Wissen viele Kunden nicht und deswegen ist eigentlich das schon ein Gamechanger zu wissen. Weil dann kannst du nämlich auch sagen, wenn die Kundin sagt, Mensch du, ich nehme doch schon, ich ernähre mich wirklich gesund, ich esse sogar aus dem Garten und. Ist egal, wenn die Zelle nicht aufnahmefähig ist. Es ist selber, wenn deine Kundin sich die Creme selber zu Hause kocht und macht und tut, also die herstellt, aber im Endeffekt die Hornschicht so trocken ist, dass da einfach mal ein Peeling dran gehört oder dass vielleicht auch mal statt nur Feuchtigkeit auch mal eine Zeit da irgendwelche Lipide dran gehören, also sprich Fette. Und das kann kein Kunde selber. Und deswegen ist es so wichtig, hier auch wirklich auch, wenn ihr mit Nahrungsergänzung arbeitet, auch versucht, dass ihr testbasiert arbeitet. Es gibt ja auch Geräte, die das machen. Gibt es ja wie Stahlstoffgeräte, die kosten so um die 5.000 € oder gar mittlerweile mehr. Es gibt so vieles, was man da sich im Endeffekt anschaffen kann, aber man kann es auch einfach haben, wie gesagt, eben über den Trockenbluttest. Wir machen das halt hier, wir sind auch schon ein Team von ganz vielen Kosmetikerinnen, die eben zusammenarbeiten, auch die Erfahrungen natürlich austauschen und da natürlich auch hier auf ein ganz tolles Wissensforum natürlich mittlerweile auch zugreifen können. Es ist halt wirklich so, wenn man mal weiß, was fehlt, es werden ja auch noch die 11 Parameter der Fette gemessen, es gibt ja gewisse Fettsäuren im Körper und die kann man halt hier auch wunderbar auf die Haut zuführen. Das macht, Mensch, guck hier, dieser Wert fehlt, schau, deswegen ist halt deine Haut auch immer so trocken, weil von der Körperzelle es ja schon so vertrocknet hochkommt, dass wir das gar nicht auffüllen können, auch mit Produkten. Und das Tolle, das ist ja so mega, wenn du von unten raus, ne, jetzt durch die Ernährung und da auch wirklich gezielt mal was macht, was auf die Haut auch wirklich angepasst ist. Also Nährstoffe gibt's, die auf die Haut angepasst sind, ne, wie jetzt auch mal Kollagen, Hyaluron von innen raus oder eben auch mal Antioxidantien oder sonstige Geschichten. Und du kommst oben mit den gleichen wertvollen Wirkstoffen, also sprich auch mit Serien, wo auch wieder Hyaluron drin ist oder sonstige Geschichten, ne, dann nimmst du das, diese Zelle, dann nimmst du diese Zelle, die von unten kommt, schon gut genährt kommt, nimmst die wie so ein Staffelstab, nimmst die mit diesen tollen Wirkstoffen und dann gehst du mit denen schon gut prall gefüllt und arbeitest dich wirklich mit diesen Wirkstoffen auch noch nach oben, indem du ja nochmal Wirkstoffe von oben einfügst und kannst hier nochmal die Oberhautzelle zusätzlich füllen, weil vielleicht die Kundin doch zu wenig getrunken hat oder doch vielleicht das ein oder andere noch fehlt, weil sie Stress hat. Und damit hast du eine geniale Haut. Und das wird die Zukunft werden, weil wir auch merken, dass immer mehr Menschen halt wirklich ein massivstes Problem haben mit dem Darm.
Und wenn du jetzt was hast, was auch gleichzeitig den Darm noch mit beeinflussen kann, positiv. Ja, wenn du da was hast, was wirklich darauf zielt, dass es wirklich hautbildgerecht ist, von innen heraus, dann hast du einen Game Changer. Dann hast du hier wirklich was, was die Kunden umhaut. Und die sagen, wow, ey, das ist ja grandios. Ja, ich sag nur, Kollagen ist schon mal gut, ne? Aber wenn man dann noch Hyaluron, noch Antioxidantien, dann noch zur Festigung der Haut und eben auch noch für den Darm, ne? Also Sachen reingibt, dann eben auch noch Fette, die die Haut braucht, eben von innen heraus, dass die einfach auch keine Entzündungen haben, eben sprich nur Omega-3, das wissen ja viele mittlerweile, ne? Aber das ist ja auch nicht alleine, auch hier muss man auf gewisse Dinge ja auch wiederum achten, ne? Dass es nicht ranzig ist, dass man es nach Gewicht nimmt, dass es wirklich auch eins ist, was eingebaut wird, am besten ist, was halt noch eins hat, was ein bisschen Olivenöl noch mit drin hat, weil das viele Polyphenole hat. Also das sind so Dinge, die habe ich vor 2 Jahren auch nicht gewusst. Und das ist echt ein Gamechanger, wenn ihr da eure Kunden hinsichtlich noch aufklären könnt und dann natürlich sagen könnt, hey, wenn du was suchst, hier haben wir was da. Da können wir dir auch noch hier von innen heraus eine Unterstützung anbieten. Es geht nie darum, dass wir den Kunden was verkaufen wollen. Es geht nur darum, dass wir ihn aufklären, nicht wegschicken müssen. Das heißt, ja, geh mal dahin, da wird es schon geben. Das haben wir nämlich ja auch schon gehabt. Wir haben ja schon tolle Interviewpartner gehabt, wo jeder gesagt hat, hey, wo kriegen wir das denn her? Wo habe ich das denn? Wo kann ich das bestellen? Ja? Und toll ist doch zu sagen, wenn man sagen kann, du, das kriegst du auch bei mir. Schau mal her. Hier, ich kann dir das sogar mal probieren lassen. Oder ich kann dir zumindest erklären, was in den Produkten drin ist. Du kennst dich aus, du weißt zu 100%, es passt zu der Kundin, zum Hautbild. Und das ist ein Gamechanger. Wenn du von innen und außen arbeiten kannst, dann ist das echt ein Highlight für die Haut. Und das ist das, was halt, wie gesagt, die Zukunft ist, weil immer mehr Menschen wollen gut aussehen. Ne? Ich sag nur Social Media. Die Menschen sehen sich ja auch immer mehr. Das ist so, wenn du dich immer wieder jeden Tag fotografierst, Selfies machst, du siehst dich viel mehr wie früher. Und du siehst natürlich auch die ersten Fältchen. Das ist früher den Leuten gar nicht aufgefallen. Warum auch? Ne? Wann haben die sich mal im Spiegel angeschaut? Frühs, ne? Und abends, wenn sie sich die Zähne geputzt haben. Also es ist nicht mehr so, dass wir sagen, naja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Sondern du siehst wirklich auch, wie du alterst, weil du die Bilder halt, ja, du hast die ja dann auch in deinem Handy drin und sagst, oh Gott, schau mal, ey, das sieht man mal wie, oder kriegst du noch Erinnerungen, ne, so das hier vor 3 Jahren oder 5 Jahren, dann sagst du, puh, da habe ich aber auch noch besser ausgesehen. Na, und das ist das, was wir uns auch aber zunutze machen können, zu sagen können, hey, das ist doch nicht schlimm, ich habe hier eine Lösung, ja. Die Welt wird immer stressiger und die Welt wird immer wirrer und du hast im Endeffekt so viel Stress, aber tu doch was dagegen. Ich habe hier auch was gegen den Stress. Ja, kann man ja auch im Endeffekt gucken, was man den Kunden da gibt. Auch da gibt es Möglichkeiten. Und auch das zeigt der Test, ja, wenn man den richtigen hat, wo man halt vielleicht auch mal eine mentale Stärke messen kann. Ja, und das ist halt auch im Endeffekt so, mit dem Bluttest arbeiten wir. Da arbeiten wir mit der Firma Cicino zusammen. Das ist unser Kooperationspartner. Und da sind wir an für sich auch sehr zufrieden damit, weil wir hier wirklich ein ganzheitliches Konzept anbieten können, was uns unfassbare Hautbilder schafft. Und ja, vielleicht hast du ja auch Interesse. Ich tue mal hier unten drunter einen Link rein, da kannst du dich mal so durchklicken und kannst mal schauen, ob du da dir die Infos, ob dir die reichen. Ansonsten kannst du mich da auch selber mal anschreiben. Aber das ist wirklich so, es schließen sich da auch immer mehr an. Und wir merken einfach, dass die Firma sich da auch sehr, sehr bemüht, auch Thema Haut oder hauttechnisch hier auch vieles auf den Markt zu bringen. Es kommen auch noch Dinge, eben Thema Darmtest und da freuen wir uns wirklich drauf, weil das ist nämlich das, was ich möchte, für was ich brenne, Leute. Das ist einfach super, wenn, und ich hatte selber Hautprobleme gehabt vor Jahren und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir sowas von gewünscht. Ich hätte mir eine Kosmetikerin gewünscht, die sich Zeit nimmt, die mal Tests macht, die einfach mal hier wirklich ernsthaft daran interessiert ist, mir das beste Hautbild zu ermöglichen. Ich musste 32 Jahre warten. Also ich war dann 32, ich habe natürlich eine 32 Jahre Hautprobleme gehabt, die habe ich in der Pubertät bekommen mit 15 und dann immer schlimmer und immer schlimmer, weil ich es immer schlimmer gemacht habe mit den falschen Produkten. Und das hätte ich mir echt gewünscht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen sich so jemanden wünschen, der sich Zeit nimmt, der auch wirklich nach Konzept arbeitet, der nicht nur Produkte verkauft, sondern ein Konzept verkauft. Und das ist das, was Menschen wollen, was auch wirklich, da nehmen auch Leute Geld in die Hand. Ja, die wollen nicht nur
ja, jetzt eine Creme, die wollen schon auch wissen, was macht das Konzept, die wollen es schwarz auf weiß haben, was hat sich getan. Wir können ja auch durch die Hautanalyse sehen, boah, aber die hat sich die Feuchtigkeit super verbessert. Schau mal auf dem Bild hier, guck mal, deine Fältchentiefe ist besser geworden. Deine Ausstrahlung, guck mal, ne, deine Hautfarbe hat sich sogar verbessert. Dein Glow ist schöner. Also man sieht das wirklich und auch relativ schnell. Und das ist das, was halt, wie gesagt, wo wir jetzt daran arbeiten. Das Konzept arbeiten wir jetzt schon seit 2 Jahren jetzt mittlerweile dran. Oh Gott, so schnell vergeht die Zeit. Und ich muss sagen, wir sind da super zufrieden. Ich war auch erstmal skeptisch. Natürlich muss man erstmal gucken, wie kommt das an beim Kunden? Ist es wirklich so, dass es das macht, was man sich natürlich wünscht, aber es ist wirklich klasse. Wir bieten auch dazu regelmäßig Vorträge an, auch für eure Kunden. Das heißt, auch eure Kunden partizipieren davon, bekommen viel Wissen dadurch und natürlich aber auch für euch, dass ihr, weil unser Team soll ja auch wachsen, dass wir wirklich tolle Kosmetikerinnen immer mehr kriegen, die unser Konzept natürlich hier nach vorne bringen. Und von daher bin ich da eigentlich ganz, ganz glücklich, hier auch mein Coaching natürlich hier vollen Zügen euch an die Hand geben zu können und euch hier zu zeigen, wie man denn auch in gewissen Dingen einfach vom Wording her, von der Leichtigkeit her, vom Mindset her, hier einfach auch ein bisschen mehr Leichtigkeit auch in den Arbeitsalltag bringt, besser verkaufen kann. Die Hautanalyse, wie gesagt, ist ja auch mit dabei. Also das ist, wie gesagt, so ein schönes, ganzheitliches Konzept. Und wenn du da sagst, Mensch, das ist eigentlich cool, das ist eigentlich auch sowas, Mensch, hätte man auch schon mal eher drauf kommen können, dass man weg von, ja, du probier mal und ja, könnte helfen, weiß ich aber nicht. Ja, aber wie gesagt, die Konzepte kommen immer mehr und deswegen guck einfach mal, ob das für dich passt, ob du vielleicht auch sagst, Mensch, ja, hört sich prima an, dann besuch eines unserer Vorträge oder eben klick auf den Link, da findest du ganz, ganz viel Infos dazu und ja, vielleicht ist es ja was für dich, keine Ahnung, musst du schauen, ob das zu dir passt und oder vielleicht kennst du jemanden, zu dem es passt, darfst auch gerne weiterleiten. Jo, dann, wie gesagt, mach das, Hautanalyse, wichtig, die nächsten Seminare, da tue ich auch mal den Link rein. Schaut, dass ihr da dabei seid, frühestens jetzt wieder im Januar 2025 und ja, da sind auch wieder schon die ersten angemeldet, also schaut einfach, dass ihr euren Platz sichert und Vorträge findet ihr auch immer wieder auf meiner Seite, eben Schönhaut, Facebook-Seite in der Gruppe drin, auch Informationen, Content zu dem Thema eben Inner Beauty. Und ja, wenn du da rein willst, kannst du natürlich auch gerne dazu stoßen. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall alles Liebe. Schön, dass du mir gelauscht hast. Und ja, vielleicht gab es die ein oder andere Idee, Inspiration. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Und auf den nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.